Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es gibt mal wieder ein paar News zu berichten und dieses Mal zum American Truck Simulator und der Überarbeitung von Kalifornien. Und ja, SCS freut sich auf jeden Fall euch eine besondere Stadt in Kalifornien und zwar Tracky oder Trucky. Naja, so oder so ähnlich heißt sie, euch schon mal ein bisschen zu zeigen. Und sie haben da ganz viel Kraft und Mühen investiert. Und ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr da das ein oder andere Besondere seht. Ja, und nicht vergessen, am Sonntag bin ich wieder live. Es sind 24 Bilder, die gucken wir uns einfach mal an. Man sieht schon die Detailverliebtheit mit diesen ganzen kleinen, ja, ich sage mal, Kunstfiguren und mit diesen ja, kalifornischen Häusern. Sieht schon mal sehr beeindruckend aus. Natürlich gibt es auch andere ja, Industrien, die sie jetzt mit eingepflegt haben, aber auch hier so eine alten, verwitterten Häuser. Finde ich auf jeden Fall sehr cool und man merkt schon die Detailverliebtheit von SCS. Das wird immer, immer extremer und ja, ich freue mich einfach auch wieder durch Kalifornien zu fahren. Ihr kennt es ja mittlerweile, dass man alte Gebiete gar nicht mehr so durchfährt, gerade beim Eurotrack-Simulator war ja ganz lange Deutschland. Jetzt fehlt noch Going East und natürlich auch Österreich und die Schweiz. Das wird alles noch gemacht und die Benelux-Länder. Das war eine komische Lackierung, sieht ja schon ein bisschen spacey aus. Ja, also gerade wenn man so aus Nevada kommt, dann sollte man sich auch mal ein paar Rastmöglichkeiten angucken. Dieses alte Häuschen an, also aus Holz. Also, schön. Auch gerade die Auffahrten und Abfahrten haben sie nochmal überarbeitet. Wahrscheinlich kann man da das ein oder andere Schwertransport, ja, Special Event vielleicht irgendwann mal fahren. Und diese neuen Häuser, die sie jetzt immer mehr reinbauen, dass eine Region oder eine Stadt ein eigenes Flair hat, ja. Und für die, die dort wohnen, ja, gibt es ganz, ganz besondere Aussichtspunkte. Und hier diese See, wo man mit dem LKW so lang fährt und einfach nur verweilen möchte und ja, vielleicht mal reinhopsen, ne? Ja, wieso nicht? Auch da hinten jetzt diese Brücken, sieht schon sehr beeindruckend aus, ne? Guckt euch das mal an. Wirklich wunderschön. Ach, das freut mich. Ja, diese Serpentinenstraßen, das ist auf jeden Fall definitiv was für den LKW. Hier nochmal die Polizei, hier muss man nochmal wiegen gehen und noch ein paar andere Rastplätze. Da könnte man sich eventuell auch mal treffen, wenn man gemeinsam im Konvoi fährt. Ja, das sind die Bilder, wollte ich euch zeigen. Und falls euch irgendwas aufgefallen ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ihr seid die Besten und live bin ich wieder am Sonntag. Und ich freue mich. Bis dahin, mach ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.